To you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 21 million. So, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, los geht's. Ich habe heute mal ein ganz anderes Tutorial für euch und zwar für Einsteiger gedacht. Also alte Hasen werden hier wahrscheinlich nicht großartig neuen Input finden. Ich habe einfach diverse Dinge mal aufgelistet, die ich sonst Leuten gerne mal an die Hand gebe, die neuen in Space kommen. Und da dachte ich mir, das Ganze mal zusammenzutragen, ähm, hier in Form von einer PDF. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Fangen wir an mit meinen chaotischen Favoriten zu vielen verschiedenen Themen. Number one. Und zwar habe ich hier einfach mal ein bisschen Lesematerial zusammengestellt. Vorweg, natürlich gibt es ganz viele andere Quellen im Deutschen sowie im Englischen, aber ich kann hier jetzt ja auch nicht 50 Buchtitel hinschreiben. Deswegen habe ich mich mal beschränkt auf die Sachen, die ich am Anfang gelesen habe, beziehungsweise die ich auch schon vorher im Regal hatte oben links also bei Apricot Media äh, die Klassiker von 21 Lektionen bis zum Bitcoin Standard oder von Knut die Selbstbestimmung und auch die Unabhängigkeit ganz große tolle Werke und für denjenigen der auch noch mal drüber nachdenken möchte äh, wohin mit meinen Coins und äh, wie soll ich das vererben und hü und hock Mark Steiner, Bitcoins verwahren und vererben. Darunter ein paar kleine Ausreißer. Ähm, ich fange mal unten an, Achtsamkeit, da komme ich aber noch zu einer anderen Seite, ganz kurz mal drauf zurück. Dann habe ich noch Blackout, Global Hack, also so ein bisschen was zum Thema Energieverbrauch und wie steht es um uns, wenn der Strom mal weg ist. Global Hack, ähm, alles mal so ein bisschen. Was passiert da draußen zum Thema gehackt werden und was machen Staaten und was machen halt Black, White, Grey Hacker? Ähm, Bitcoin und Blockchain, Crypto Mining für Dummies. Da habe ich ganz guten Input gefunden, wie der Mining-Prozess an sich funktioniert. Rechts davon befasse ich mich ein bisschen mit Ökonomie. Für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen. Straight, gerade der Antikapitalist, aber auch hier ein schöner Fundus, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema ähm, Ökonomie, so österreichische Schule oder liberalem Denken beschäftigen möchte. Und auch für die Kleinen gibt es was, Bitcoin Geld, sehr nett. <laughs> Kann man auch ganz alten Menschen in die Hand drücken und sie werden auf jeden Fall verstehen, was du mit Bitcoin meinst. Kommen wir hier zu der nächsten Seite. Ich habe hier einige Seiten, einige URLs zusammengetragen über verschiedene Themen, News, ähm, Energiethemen, ja, Netpositive.money ist ein sehr beliebtes äh, Beispiel oder auch die Cambridge Studio darunter zu finden, äh, was wie, wo Gebühren und co, also vom Mempool Space bis Textstreet.com ein paar nette Animation, um das vielleicht mal ein bisschen visueller darzustellen, wie das Ganze mit Gebühren und der Difficulty zusammenhängt und wie kommen die Transaktionen von von links nach rechts und wieso sind die jetzt auf einmal da und die anderen noch nicht abgearbeitet? Genau, oben rechts Money Money Money. Also, wenn man ein bisschen was über Börsennotierte Unternehmen sehen, lesen möchte, wo die denn gerade stehen, in welchem Ranking ist da gut aufgehoben. Dann habe ich hier noch ein bisschen bip Funktion und Code zusammengefasst. Ja, also SHA-256, BIP-39. Wie sieht es hier eigentlich aus ähm, mit diesen Sachen? Ja, Academy BIT2ME ist auch eine ganz nette Seite. Wie gesagt, hier sind ein paar englische, ein paar deutsche Sachen dabei, aber ein großer Fundus. Und wer jetzt noch nicht Englisch kann, sollte auf jeden Fall das als Startschuss nehmen. Unter Steuern habe ich einfach mal Cointracking genannt. Wer Hilfe braucht, sollte definitiv sich einen guten Steuerberater suchen. Aber zu dem Steuerthemen komme ich nachher noch ein ganz kleines bisschen. Unten habe ich mich mit Seminar und udemy.com beschäftigt. Da findet ähm, ihr viele verschiedene Möglichkeiten, euch weiterzubilden. Aber da gibt es auch ein bisschen was zum Thema Bitcoin oder Blockchain. Also. Da ein bisschen mal die Sachen im Auge behalten und auch die Preise, denn die variieren auch schon mal. Gerade so in Richtung Black Friday kann man da auch schon mal Sachen abgrasen, die sonst 150 Euro kosten und dann auf einmal 10 Euro. Podcasts, ja, also extrem eingestiegen bin ich bei dem Thema Podcasts dann mit Bitcoin und da habe ich mal vier Links, die vier Hauptquellen. Herangezogen, ja, 21 Bitcoin verstehen, Bitcoin im Turm, Honig, DAX, ganz große Klasse. In der Mitte ein bisschen was anderes, mieses Karma, ähm, also österreichische Schule, liberales Denken, dort haben wir äh, auch den Sprecher vom Bitcoin Standard, der das Ganze moderiert und vorstellt. Ganz große Klasse. Konsens, Nonsens. Wer also mal die ein oder andere Debatte erleben möchte und ob man da ist bei einem Thema oder auch nicht, ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Und ganz rechts im Bild drei englische Podcasts, die ich auch zwischendurch mal höre. Blogtrainer, ja, der Forum, äh, der, der Roman mit seinem Forum. Ähm, Blogtrainer.de, ganz, ganz, ganz großer Wissensfundus. Also, wenn du neu bist, dann wirst du da auch viele kleine, schöne Häppchen bekommen, um das ein bisschen nachzuvollziehen. Was für Begrifflichkeiten gibt es in dem Space? Wofür stehen die? Wie funktionieren ein paar Themen in diesem ganzen Bereich? Da drunter ist auch das Forum zu finden. Geht da mal rein. Da sind echt tolle Leute am Start mit vielem guten. Input und äh, wenn ihr Fragen habt, da seid ihr gut aufgehoben. Und natürlich der Klassiker, der YouTube-Kanal vom Roman und seinen Leuten. Ähm, ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen, aber das ist halt so die Hauptanlaufstelle für den deutschen Space bei YouTube. Den Rest kann man... Naja, ich lasse es. Kanäle. Ich habe hier mal einige... YouTube-Kanäle aufgelistet, ja, vom Blogtrainer über ähm, Antonopoulos oder auch Bitcoin. Hier bitte darauf achten, es ist mit einer 0 geschrieben. Leider wurden dort einige, viele Videos in letzter Zeit aufgrund von YouTube Regulatorien entfernt. Aber mal gucken, was da noch so kommt. Plot 11 Deutschland auch ganz gut. Rechts da oben ein bisschen was mit Lightning. Ja, also der René, zwar englischsprachig, aber hat auch ein paar ganz tolle Sachen zu präsentieren und andere Kanäle, da kann ich auf jeden Fall mal hier verweisen nach Telegram, ja, also die Gruppe 21 Podcast oder auch die Off-Topic-Gruppe vom Blog-Trainer, die Gruppe, da gibt es auch noch eine Off-Topic-Gruppe, dann Raspberry Blitz englischsprachiger Kanal, raspiblitz-de ist dann der deutsche Kanal, also wenn ihr Fragen habt, dort seid ihr gut aufgehoben und man wird euch auf jeden Fall probieren, weiterzuhelfen. Blog-Report, der Egge hat da was ganz Tolles zusammengestellt und zwar einmal am Tag von Montag bis Freitag könnt ihr euch daran ergötzen, wie er euch den Mempool mal kurz präsentiert mit den aktuellen Gebühren. Konsens, Nonsens. Wer also selber mal ein bisschen debattieren möchte, ist dann an der Stelle aufgehoben. Andere Kanäle habe ich noch den Till aufgelistet. Ja, äh, vorher mit einem englischsprachigen Kanal gestartet, anschließend mit einem deutschen Kanal. Super gut. Bitcoin will win, wenn ich weiß, was es ist. Draufgehen, angucken, begeistern lassen und straight durchziehen. So, Satoshi Gang, alle, die ein bisschen Comedy haben wollen, gehen da drauf. Andere soziale Medien kann ich euch nicht präsentieren, habe ich mich überall verabschiedet. Der Diskussionstonus und wie man da momentan so drauf ist, kotzt mich nur noch an und. Da habe ich gesagt, Tschö Aufkleber kalender Aufkleberkalenderzeug. Hier habe ich einfach mal reingeschmettert, was es denn so auf Anhieb für kleine Shops gibt. Ja. Ob du ein bisschen Merchandise haben möchtest. Oder auch ein paar Aufkleber um die Welt um dich herum bunter und schöner zu gestalten. Hier bist du gut aufgehoben. Und wo man mit Lightning zahlen kann, sollte man das auch bitte tun. Also supportet die Leute. Wallet. Ja. Also hier ein ganz großer Klassiker, ne? äh, noch nicht so lange dabei, aber ein geiles Ding. Bitbox ist ein mega gutes Produkt gerade für Einsteiger. Äh, einfach mal bei Shift Crypto, Shift Crypto vorbeischauen. Ähm, der ein oder andere YouTube-Kanal oder auch Podcast hat bestimmt einen Code für euch am Start, damit ihr vielleicht ein paar Prozent einspart. Also einfach mal vorbeikommen, nachfragen. Oder ihr habt schon die Podcasts gehört. Und könnt da den Code abgreifen. Wieso brauche ich eine Hardware-Wallet? Da auch gerne mal draufklicken. Ich meine, Stadikus selber hat das dann auch verfasst. Also, wenn ich weiß, was er mit der Bitbox hier anstellen soll, ist stark gut aufgehoben. Ich habe darunter mal verlinkt von Bitcoin verstehen, die Episode 54, Bitcoin Full Notes mit Stadikus von Shift Crypto. Ganz geiles Teil. Also, wer wissen will, warum brauche ich überhaupt eine Full Node, sollte sich diese Episode anhören und versteht einfach, was es heißt dem Space und sich selbst zu helfen. Fullnode und Lightning. Hier habe ich diverse Seiten aufgelistet, die mich auf jeden Fall bereichert haben zum Thema ähm, Lightning überhaupt verstehen. Wie funktioniert das Ganze? Ja, es ist ja nicht wie unser normales Bankkonto, Giralgeld, Ja, das ist halt da eine ganz andere Verknüpfung und dieses Mycel-Netzwerk, sage ich immer ganz gut, ist echt am Anfang ein bisschen komplex. Und diese Links, die hier aufgelistet sind, ja, ähm, Coinpages, BTC21. Ähm, später bin ich nach GitHub gegangen und äh, YouTube hat auch den einen oder anderen guten Fundus. Draufgehen, anklicken, reinfahren. Ihr habt viele Stunden vor euch zum Lernen und werdet da auf jeden Fall fündig. Genau, ansonsten kann ich noch sagen: oben Shop Fulmo, Raspberry Blitz ist ein geiles Produkt. Fahrt euch das rein. Und wenn ihr Fragen habt, kommt in die Kanäle oder kommt in die entsprechenden Foren. Da seid ihr gut aufgehoben. Meme-Kultur. Ja, was soll ich sagen? Ich liebe Memes. Es ist einfach nur geil. Ich sammle die Dinger. Ich, ich habe ich einfach mal ein paar reingeschmissen. Ja, in der Szene super beliebt. Immer wieder gern benutzt. Und manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte. Privatsphäre. Mein großes Anliegen. Beschäftigt euch damit. Ja, Bitcoiner eh wichtig. Aber vor allen Dingen, wenn ihr neu seid. Oder vielleicht dem einen oder anderen dummen Narrativ bis jetzt gefolgt seid, wie zum Beispiel, mich interessiert das nicht, ob hier überall Kameras sind, ich habe nichts zu verbergen. Hm, äh, ganz falsch. Also, beschäftigt euch damit, ist ein super wichtiges Thema, nicht nur zum Thema Bitcoin, auch generell, wie man sich im Space zu bewegen hat. Und solltet ihr Kinder haben, dann probiert den das einzutrichtern. Ja, bedankt. Onboarding Diskussionskultur. Ich habe hier nicht viel reingeschrieben, aber wie ihr vielleicht, Entschuldigung, <coughs> schon gehört habt, äh, aus vielen anderen Medienkanälen habe ich mich dann doch irgendwann verabschiedet oder habe auch gar kein Interesse, dort beizutreten, weil die Diskussionskultur kommt immer mehr, äh, ja, geht immer mehr den Bach hinunter. Und ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, wenn ich da nicht dran teilnehme. Ich habe genug Stoff in Foren beziehungsweise bei Telegram in den entsprechenden Gruppen und ja, also ich ja, was soll man dazu sagen? Wenn man auf einmal irgendwelche großen YouTube-Stars, kann man das so sagen? Naja. Influencer mitbekommt, die dann auch so ein Bashing gegenüber Frauen ablassen, ziemlich plump und dump. Sollte man vielleicht mal ein bisschen reflektieren und vielleicht auch das eine Buch, ein oder andere Buch nochmal zum Thema Achtsamkeit vielleicht lesen, damit man weiß, wie man mit sich und anderen Menschen umgehen sollte. Onboarding, hier sei nur kurz kurz gesagt, überlegt euch, mit wem ihr über Bitcoin redet und über gewisses Kapital. Ja, da bin ich eh kein Freund von. Ich bin auch nicht der Meinung, man müsste hier groß Werbung machen über seine Bags, sondern lieber sich über philosophische Themen auseinandersetzen, ökonomische Themen und wie man vielleicht anderen Menschen dabei helfen kann, sich selber helfen zu können. Aber es gibt da draußen immer wieder Leute, die haben es auf euer Geld abgesehen. Also immer drüber nachdenken, mit wem man so Deep Talk beginnt. Und ja, fast zum Schluss, out of the box. Drei ganz interessante Berichte. Und oder Blogs, wie auch immer man das benennen möchte, There can be only one oder auch der versteckte, die versteckten Kosten des Petrodollars. Super lang, aber super gut. Und ich habe auch nicht alles an einem Stück gelesen, aber fahrt euch das rein. Und dann von Gigi noch, Bitcoin ist Zeit. Also lest euch das durch, macht fröhliche Bitcoin-Babys und tragt dazu bei, dass die Welt ein bisschen schöner wird. Ganz unten habe ich noch dem aus dem forum den German Crypto Guy einfach mal reingehauen. Und zwar ist mir der vor einiger Zeit aufgefallen. Der Kollege hat auf jeden Fall ganz tolle Arbeit geleistet, viele gute Sachen zusammengetragen für Leute, die gerade anfangen oder auch noch ein bisschen was zu einem bestimmten Thema suchen, ob es eine Wallet ist, ob es Steuerfragen sind. Geht da drauf und fahrt euch das rein. Alle Sachen, die ihr jetzt gesehen habt, werde ich auch noch zum Download bereitstellen. Ich weiß noch nicht, ob ich es bei YouTube veröffentlichen werde. Keine Ahnung. Aber wenn ihr mich anschreiben solltet bei Telegram, kommt zum Beispiel in den Kanal von 21. Da werde ich euch auf jeden Fall die PDF zur Verfügung stellen. Also jetzt nicht hin und her spulen und Pause und lange will abtippen. Es ist dafür gedacht, dass ihr das als Copy erhalten könnt.